Muhammad bei denen ist ein anderer Muhammad als das, was wir haben. Muhammad bei denen ist derjenige, der am Beten vergisst, abwesend wird, geistig abwesend. Sahu. Er steht und betet, macht statt 4 Rokka, macht 5. Und er kommt von hinten und sagt, was hast du gemacht? Falsch. Hast du vergessen? Oder das Gebet ist länger oder mehr geworden? Sagt wieder noch. Sagt doch, hast du gemacht? Kommt der zweite. Nee, habe ich nicht gemacht. Kommt der dritte. Bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ein Fehler, so ein grober Fehler, in den Hauptsäulen des Glaubens macht. Jetzt, wenn du Fehler machst, sagst du, Rasulullah hat auch gemacht. Was für eine Motivation hast du? Was für ein Bild hast du vor dir? Rasul, dein Prophet macht Fehler. Dein Prophet statt 4 Rokka macht 2. Statt 4 macht 5 oder 3. Und das nicht nur einmal. So oft, bei denen gibt es jetzt ein Buch, heißt Fiqh Sunnah. Ne? Das ist Sayyid Sabiq. Machst du auf, vorne. Über Gebet steht drin. Sagt, Thabuta ladayna anna Muhammadan kana yashu fi salati. Ist es bei uns bestätigt worden, dass Muhammad, bei uns alle Sunna, dass Muhammad hat in seinem Gebet oder war in seinem Gebet geistig abwesend. Nicht nur einmal. Kana Yesu, das hat mehrmals. Hat er öfters gemacht. So ein Prophet bringt bei mir keinen Mut, ihm zu folgen. Wenn ich ihm folge, ich folge, weil meine Eltern das machen. Ich habe keinen Glauben ihm gegenüber. Imam Ali, salamullah alayh, um Imam Ali a.s. zu verstehen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dir eine Bedingung gemacht. Sag, lügt derjenige, der das behauptet, dass er mich liebt ohne Ali. Lügt. Das heißt, ich will verstehen, wer ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muss ich Ali verstehen. Alayhi salam. So. Ali a.s. durch jede Bewegung von Imam Ali a.s. ist ein hoher Charakter. Jede Bewegung von Imam Ali a.s. ist ein Moral. Jede Bewegung. Das sollst du nicht als Fehler sehen. Nein, das ist für dich ein Schuss, den du in der Hand hast, gegenüber deine Feinde zu schießen. Wirklich. Imam Ali a.s. sein Eid geschwur war eine Tapferkeit, war ein Opfer. War ein Opfer für Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt er auch in Sayyidina al-Balagha, فَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَدَرْ. Das heißt, ich habe Geduld geleistet. Sabr. Und er sagt selber, er sagt, As-Sabru min al-Imani kar-Rasi min al-Jasad. Das heißt, Sabr in der Glaube ist wie Kopf und Körper. So. Khilafah ist nichts für Imam Ali. Die dir das sagen wollen, geh mal mit denen, kein Problem. Erzähl, sie sollen dir das erzählen. Geh mal mit denen, sag mal, erzähl mal, reden wir darüber. Kennt ihr überhaupt Imam Ali? Kennt ihr überhaupt Imam Ali? Für sie Imam Ali ist gar nichts. Ein Knabe. Einer von den jüngsten Khulafa. Und in ihren, jetzt kommt die große Überraschung. In Sahih Bukhari steht geschrieben, guck mal, wo ist Imam Ali. In Sahih Bukhari steht geschrieben, Kunna la nufaddil ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman ahada. Afdalun nas, ba'da Muhammad, Abu Bakr, Umar, Uthman, wa nasu ba'da zalika sawasiya. Guck mal, das heißt, Imam Ali ist wie du. Aber wer ist Abu Bakr? Er sagt, bei uns, in Bukhari steht geschrieben, war Abu Bakr nach Muhammad der Beste, dann Umar, dann Osman und danach sind die Menschen alle gleich. Oh. Bitte schön. Dann kommen sie sagen, warum Imam Ali hat gegeben. Du, Abu Bakr war viel besser. Hat er gegeben diese Khilafa, kein Problem. Was ist das? Das ist eine Glaube. Damit wollen sie ins Paradies gehen. Imam Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, eine Bedingung, dass du mich kennenlernen kannst, kommt durch Ali a.s. zu mir. Er sagt das offensichtlich. Was ist das, wenn er bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wie Harun von Musa und der ist dann nachher für sie ist er wie alle anderen Menschen. Das heißt, sie sind keine Menschen, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen. Gleiches Buch, Bukhari, wo das drin steht, dass die Sahaba, die wir nicht respektieren können, weil sie so eine Position haben, dass sie das für immer, dass Imam Ali a.s. für sie wie alle anderen Menschen war. In Bukhari steht das. Die Sahaba sagen, für uns war nach Muhammad der erste Abu Bakr, Umar, Osman die Besten. Und danach sind die Menschen alle gleich. Das Sahaba sagen. Wie sollen wir Sahaba folgen, bitteschön? In dem gleichen Buch, Bukhari, steht geschrieben, Ali, du bist bei mir wie Harun von Musa.
Bitteschön. Bei der Sahaba ist er nicht so. Deswegen, wir können Pierre Vogel, er sagt manchmal, die Bedienten haben Probleme bei Riyama. Pierre Vogel, wir folgen nicht Sahaba, weil Imam Ali a.s. für sie, wie alle anderen Menschen, ist in Sahih Bukhari. Deswegen, weißt du warum? Bitte finde mir eine Lösung. Für sie ist Ali nichts, gar nichts, wie alle anderen Menschen, wie Muawiyah, wie Amr ibn al-As. Wir haben Ali a.s. Koran sagt selbst von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist Ali. Und Muhammad sagt, ja Ali, ana minka wa anta minni. Ali, du bist von mir und ich bin von dir. Das ist das Problem. Wir haben ein Problem. Pierre, bitteschön, gib uns eine Lösung. Was sollen wir damit machen, wenn du hast gesagt, weil er sagte, die Schiiten haben Probleme in Qiyama, weil sie Sahaba nicht folgen, weil sie Sahaba beschimpfen. Alhamdulillah, wir beschimpfen niemanden. Aber die Sahaba sagen, Ali ist gar nichts. Und Allah sagt, diejenigen, die Ifk gemacht haben, sind einige von euch, von den Sahaba. Und Allah sagt, Munafiqun, Sahaba. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Sahaba haben Rasulullah s.a.w. ins Tisch gelassen. Wir haben Probleme mit Sahaba. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du vielleicht Inspiration bekommen kannst, hilf uns, dass wir vielleicht die Rechtleitung von dir bekommen und wissen, warum wir Probleme bei Allah haben werden. Deswegen haben die Schiiten bei Allah subhanahu wa ta'ala Probleme. Subhanallah, dieser Koran, da müssen wir diese Verse, wo Allah subhanahu wa ta'ala über Sahaba spricht, rausreißen. Entweder glauben wir den ganzen Koran oder glauben wir nur einen Teil davon, wo Allah subhanahu wa ta'ala über Sahaba gut redet. Es gibt Sahaba, die gut waren, es gibt Sahaba, die schlecht waren. Wir folgen die Guten. Und wenn du alle folgst, hast du Probleme. Hast du Probleme? Die werden dich streiten. Sie werden untereinander Probleme haben, die Sahaba. Und wenn du sie alle folgst, du wirst verwirrt, du wirst nicht mehr wissen, hinter wem du gehen sollst. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in Khutbat al-Haydi, in Khutbat Hajjat al-Wada, was wir heute gelesen haben, was man heute auch in Mekka liest, wegen Al-Adha, er sagt, وَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِ كُفَّارًا يَضْرُوا بَعْدَكُمْ رُؤُسَ بَعْدٍ. Das heißt, ihr sollt nach mir nicht Kafir werden, einen anderen den Kopf abhacken. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass die Sahaba Kafir werden. So, warum sagt Muhammad s.a.w. sowas? Wenn sie Engel gewesen wären, hätte er sowas nicht sagen brauchen. Und Muhammad s.a.w. redet nicht Unsinn. Das ist Muhammad s.a.w. Es gibt ein Hadith, wo die 10 Leute beschrieben werden, die ins Paradies kommen. Das war vielleicht... und Ali ist dabei, aber subhanallah, was sollen wir machen? Bruder, diese Argumente, alhamdulillah, die sind nicht gestern gekommen, sondern die sind immer wieder aufgetaucht worden. Und immer wieder sind Löwen zwischen den Schiiten aufgetaucht worden, die solche Argumente zwischen ihre Zähne gebissen haben. Das heißt, sie können die Nachkommenschaften von diesen Menschen immer wieder kommen und sich schlau machen und sie gehen ins Internet, was ich lasse sie ihre Bärte so wachsen, ne? Und kritisieren Hamza, dass er keinen Bart hat, ne? Denken sie, dadurch gehe ich ins Paradies. Immer wieder sind welche gekommen, die solch diese Argumente benutzt haben. Und das sind alles Papagei. Was du siehst in Maslud oder Sunna.de oder was weiß ich, was du alles siehst, das ist alles Papagei. Alles und übernehmen sie von ihren Büchern von Ibn Taymiyyah. Keiner von denen denkt alleine. Weil wenn die alleine denken, wenn die für sich denken, sie werden den geraden Weg ohne Wenn und Aber finden. Aber dass sie immer hier abschreiben von den Büchern von Ibn Taymiyyah, von den Büchern von Muhammad bin Abdul Wahhab, sie werden immer damit Probleme haben. Weil wir nicht schlafen, weil wir erörtern alles. Und ich schwör's dir, 80% von dem, womit ich argumentiere, argumentiere ich von mir selbst. Brauche ich nicht ein Buch, der für mich argumentiert. Weil ich bin kein Papagei. Kein Alim von Schia, kein Ayatollah, kein Hujjatullah, kein Sayyid, kein Sheikh. Niemand wird mir helfen können, wenn ich irregeleitet werde. Niemand. Deswegen, ich argumentiere selber. Ich lese selber. Ich bin nicht Schia, weil meine Mutter Schia war. Ich bin nicht Schia, weil mein Vater Schia war. Ne? Ich bin Schia, weil ich Schia geworden bin. Aus Überzeugung. Aus Überzeugung. Meine Mutter hat mit Schia nichts zu tun gehabt. Mein Vater hat gar nichts mit Schia zu tun gehabt. Meine Geschwister sind alle Sunni gewesen.